in so einer Gartenanlage und sieht aus den vorhandenen Bedingungen praktisch immer das Beste rauszuholen. Das geht halt auch hier. Und ihr seht, dann hat man hier praktisch hier so kleine Halloween-Geburtstagsparty. Und da habe ich in dem Feuerkorb hier, das ist praktisch so eine Waschtrommel, die ist schon hier gewesen, so ein paar Füße dran und das ging doch recht gut. Und da habe ich praktisch auch nasses Holz, wenn es immer richtig erst mit trockenem Holz anfangen und dann später kann man auch teilweise mit nassem Holz, die Flamme war dann wirklich richtig schön hoch, kann man damit reinwerfen. Und dann wurde am Ende halt praktisch total voll und dann ja, wird Wasser drüber gekippt dann mit dem Eimer. Und dann ist da die Holzkohle. Und jetzt zum Beispiel, und die wird jetzt zum Beispiel dann einfach ausgebracht, indem man die zum Beispiel dann hier in diesen Rattenburg. Ups. Kommt praktisch hier, kann man praktisch auch Kompost, Toiletteneimer, alles rein und halt immer die Holzkohle drauf. Und schon hat man hier, ja, beginnt hier praktisch auch hier in dem Bereich Permakultur. Auf jeden Fall hier bei so einem Garten, das allererste, was ich hier tatsächlich machen würde, wäre, dass ich... Hatten zum Schrott geworfen, ist natürlich nicht rostender Stahl, da war so ein kleiner Mini-Ofen, so ein Mini-Ding, da dachte ich, ey, war früher war das mit Wasser, hier ist eine Türe, und da dachte ich, oh, kann ich vielleicht eine Esse längere dran machen und das mal testen, und dann hier so ein Blech, hatte ich ja rumgelegt, das kann man vielleicht verbessern, aber jedenfalls hier, auch in so einer Gartenanlage, wenn man halt solche Bedingungen hat, würde ich hier natürlich als erstes die Plastik rausnehmen. Und dann würde ich hier ein Loch hinmachen und dieses, also praktisch hier ein Erdkontigi machen und das vor allen Dingen halb abends, nachts, dass keiner blöd guckt, dumme Kommentare ablässt. Und dann würde ich hier praktisch nachts Holzkohle herstellen, wenn hier niemand ist. Das ist gar niemand, den man sieht. Tagsüber vielleicht wieder irgendwas abdecken, duft. Und dann würde ich hier richtig diese Haufen, die da riesengroß hier sind, würde ich hier zu Holzkohle machen. Natürlich am Anfang in diesem Erdkontigi natürlich mit trockenem Holz natürlich anfeuern, ne, dass es richtig heiß ist. Und wenn es immer richtig heiß ist, dann kann man wirklich hier dieses ganze frische Grünzeug schmeißt man rein, abgelöscht. Na klar, da macht man hier Erdkontigis und da hätte ich hier die ganze Erde, die wäre schwarz. Gerade wenn man solche Hochbeete macht, die fährt man runter. Das ist totale Materialverschwendung. Ne? Da macht man wirklich maximal diese Höhe. Wenn man schon solche Hochbeete machen wollte, wenn natürlich schmalere Wege sind. Und dann kommt natürlich diese Holzkohle mit rein, zusammen dann mit Pferdemist. Und wenn man halt nichts da hat, ne, ich finde einfach auch... Ja, es ist ja nun auch kein Wassersystem richtig da, kein Toilettensystem. Ja, da macht man da ein Therapreta-System, Therapreta-Toilette. Und das arbeitet man dann ein. Und am Anfang, wenn man sagt, ach, das will man jetzt nicht direkt verwenden, dann nimmt man halt beim Blumen und später halt, jetzt sind wir den menschlichen Hinterlassenschaften und später macht man das dann nur noch ein paar Jahren, dürfte auf jeden Fall ins Gemüse gehen. Oh, da kann man eine ganze Menge machen. Oder auch diese riesigen Haufen. Eigentlich, da müssen sofort damit Ziegen gefüttert werden und dann kommen die Kompostpellets hinten raus. Da muss man neue Wege gehen, revolutionär. Aber gerade, es ist unfassbar, dass da so viele Abschnitte sind. Und am Ende wird das einfach ja, dann irgendwie ja, wegtransportiert, allein nicht in der Transport. Da kommen jetzt LKWs, da kommen ja anscheinend jetzt LKWs und die fahren das weg. Das ist so unfassbar. Ja. Und man sieht, da drüben wird es gar machbar. Das sieht man doch auch ein bisschen sandig aus. So die Erde, irgendwie hat es ein bisschen Sand. Ach, was ist das? Oh, sieht man ein bisschen sandig aus. Also, wenn wir waren, oder hier ist es dasselbe.
das ist hier bei Bamberg. Ja, das ist sandig. Also, da schmeiße ich doch kein Grünzeug weg, Leute. Da macht man doch einfach mehr Holzkohle. Und man sieht, das ist sie hergestellt. Ja, und gerade dann die Pflanzlöcher rein. Ja. Und oben drauf dann halt immer wieder mal Mist. Na klar, am besten noch von den Ziegen her. Ja, also, viel Spaß beim immer, was er macht.